Moin, hier ist Heini. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Jetzt kommen wir zu einem Video und zwar Teil 2. Ich möchte jetzt, wie gesagt, hier die Halterung ranbauen, die Schubladen rein und die Blende, dass das vernünftig schön aus wird. Das war letztes Video ein bisschen zu lang. Von daher werde ich das jetzt machen. Ganz kurz nochmal. Letztens hatte ich da ein, zwei Kommentare, dass diese Rückwand sinnlos ist. Ne? Echt jetzt? Was soll ich sagen? Für mich ist das nicht sinnlos, weil hier kommen Halterungen ran mit meinem Bohrer und fertig. Es gibt ja kein Gesetz, was man bauen, was man nicht bauen kann. Und für mich, was ist da sinnlos dran? Ich habe manchmal das Gefühl, die wollen einfach nur kommentieren und dann irgendwie so ein... Ich will mich auch nicht aufregen darüber oder so, aber was ist da dann sinnlos dran? Das muss ja jeder für sich selbst wissen, ob er das so baut wie ich. Und ich möchte das so bauen, das, was nicht jeder hat, sondern ein bisschen anders. Darum auch die Seiten mit Schrauben und so alles. Das siehst du nicht alltäglich. Und darum habe ich das genau so gebaut. Und ich glaube, viele haben das auch noch ganz zum Schluss angeguckt, weil ich habe meine Rollen abgebaut. Ich habe meine Rollen nicht mehr da drunter. Ne? So, das wollte ich mal kurz gesagt haben. Jetzt komme ich hierzu. Ich habe an meinem Computer mit CorelDRAW entworfen. Hier fräse ich jetzt meine Löcher rein für die ganzen Bohrer, die ich natürlich hier ranbaue. Ne? Und das mache ich mit meiner CNC-Fräse, die ganzen Löcher, denn die ganzen Zahlen dazu. Dabei werde ich die aber eben oben einmal hier lasieren, dass das dunkel ist und dann wird das gefräst und dann ist das wieder hell. Zeige ich euch, so werde ich das machen. Ich werde nur die Oberfläche machen. Hier, das lasse ich alles so, wie es ist, von der Farbe her, ne, dass das denn so dazu passt. Obwohl, ne, ich glaube, ich kann alles machen. Ne, ich werde alles machen. Das passt viel besser, wenn das halt so ist. Ich werde alles machen. So, das ist der erste Schritt. Und danach gehen wir an die Schubladen ran. Ich pinsel das ganz normal mit Palisander. Ich habe so einen Topf Palisander gekauft. Nee, pinsel ich das jetzt schön rüber, dass das schön dunkel wird. Und dann, wenn ich da am Fräsen bin, dann sieht man das wieder schön hell. Ne? Ja. Wird ja so nochmal abgeschnitten, aber das kann ich dann nachträglich später nochmal nachrasieren und fertig. So. So, und hier kommt jetzt meine M1000 von Stepcraft in Arbeit. Und zwar habe ich einen Gravierstich hier drin. Ich werde erstmal die Schrift gravieren und dann werde ich mit einem 3 mm Bohrer die ganzen Bohrlöcher bohren bis 3 mm. Und die anderen werde ich dann, weil ich habe nur noch 1 mm, aber die habe ich nicht gefunden. Und die werde ich dann mit der Hand eben schnell bohren, die 3 Stück. Fertig. Aber die anderen werde ich alles schön mit der Maschine machen. Habe ich am PC also entworfen. Und jetzt wollen wir das mal eben starten. Ich zeige euch das mal eben. Voll Staub hier, du. Meine Fresse, ich hatte die Maschine jetzt alle so ein bisschen an, ne? Und ich muss unbedingt auch mit der Abluft hier was machen. Definitiv. Ich hatte jetzt mal eben aus dem Balken eben eben sag schon mal aufgetrennt. Für unten den Kranz habe ich schon mal gemacht. Dann hatte ich diese schon mal gemacht. Habt ihr ja gesehen, schon mal vorbereitet, weil ich vorbereitet, ne? Wo hier steht Holzbohrer mit Nummerierung und so alles da, verschiedenes. Und hier Metallbohrer. Metallbohrer ist ein bisschen zu tief geworden. Aber egal,
hatte ich da falsch eingestellt mit meinen Lupschis. Aber so habe ich die Maße auch drauf. So, jetzt ist das so, wenn ihr jetzt irgendwo da reinsteckt, das ist jetzt... Was ist das denn jetzt? Dass man das nie lesen kann, was da drauf steht, ne? Da, 9,5. Wenn hier 9,5 steht, nie. So. Ja, jetzt, den habe ich schon ein bisschen weit gemacht, der war ein bisschen stramm. Habe ich den einfach umgedreht und noch ein bisschen am Rand so ein bisschen, dass er ein bisschen mehr lockerer reingeht, falls ihr das auch macht. Ne? Oder ihr macht das gleich im Grafikprogramm 0,2 mm größer, dass er ein bisschen Luft hat. Ne? So, das habe ich schon mal vorbereitet. Aber ich glaube, den mache ich noch ein bisschen schmaler, das ist mir zu hoch. Den mache ich noch ein bisschen schmaler, dass mir der Kranz. Und dann, ach, die habe ich auch mal vorbereitet. Die Querdinger, die da unten reinkommen, wo hier die Schubladen runterkommen. Ne? Die werden ja dann so aufgeteilt. Also so kommen die denn. Ne? So, die habe ich auch schon gemacht. Ich war ja richtig fleißig, du. Meine Fresse. So, die Forstner-Bohrer, die bohre ich dann hier rein. Ach, hier, verschiedenes. Da, verschiedenes. Das bohre ich dann noch da rein. Und fertig. So, das mache ich aber alles ganz zum Schluss dran, weil jetzt kommt das erstmal dran und die Schubladen werde ich als erstes mal machen, dass ich das andere ganz entspannt dann dran machen kann. Ne? So kann ich es auf den Tisch noch hinlegen und so nehmen. Ich überlege gerade. Ach, die Dinger, die kann ich auch da stehen lassen. Ja, so machen wir das auch mal. Ich wechsle mal wieder die Kamera. Ach, nochmal ganz kurz hier, hatte ich vergessen zu sagen. Ich habe ja meine Metabo-Bosch-Maschine, ne, wo letztens Lutz da war. Hatte ich ja schon gesagt, er irgendwie komische Geräusche macht. Er konnte das so nicht hören und hat auch nicht immer, aber heute auch wieder extrem. Und wo ich das aufgetrennt habe, hat er Geräusche gemacht. Ich so, oh nee, also klappert und ich habe keinen Bock, das auseinanderzubauen und woran das liegt. Ich glaube, der kommt weg und da muss ich mir was Kleines und ich glaube, ich habe mein Bandsiegel, mein Kappsiegel, die Kappschnitte, die mache ich ja so alles denn. Mit meiner Kappsäge, ich kann damit auftrennen. Ich glaube, ich hole mir so einen kleinen Akkutisch, Kreissäge, der hier hinkommt. Ich habe keine Bohlen zum Auftrennen. Wenn ich was auftrennen muss, ist dann das. Da kann ich auch Hobel machen. Ne? Und dicken Hobel habe ich da auch was durch. Also ich glaube, wegen Platzgründen, also der kommt weg. Also der hat mich schon jetzt wieder genervt. Oder wenn ich da manchmal ausmache, der stoppt schlagartig. Da hörst du auch richtig. Ne? Das kann beim Motor nicht gut sein. Ne? Und vor allem für ein Sägeblatt ist es auch nicht gut. Für die Zähnchen, wenn du abrupt abbremst, dann denkst du durch, ich habe diesen Safety-Ding, weißt du, diese Sicherheitsvorkehrung drin, wenn du da mit dem Finger reinkommst, dass er runtergeht. So schnell ist er denn nicht. Also irgendwas haut da nicht hin, aber egal. Ich habe den auch schon mal angeschrieben, deswegen, aber ist ja alles normal, ne? Ne, ist nicht normal, definitiv nicht. Der kommt wieder weg. So gern ich den mochte, so viele Vorteile wieder hatte, aber der kommt wieder weg. Und wenn er der Letzte ist auf Erden... Hätte mein Engel schon gesagt, die hätten mich für bekloppt, ey. Aber ist so, das geht nicht. Ne? So, denn das wollte ich mal kurz gesagt haben. Da kniet er wieder vor euch. Ich habe jetzt gerade keine Leisten eben nochmal ein bisschen schmaler gemacht. Das wird der Kranz unten werden. Ich möchte das jetzt so machen. Und zwar, mal gucken. Geschnitten. So, ich werde das jetzt mal eben runter machen. Ich werde hier, es ist nur für die Optik, hat überhaupt keine Funktion, gar nichts. Einfach hier zwei Nuten reinfräsen, damit für die Optik so ein bisschen schön aussieht und sagst so, oh, das ist so antike. Nein, das ist Werkstatt-Heini, du. Nein, das ist einfach nur für die Optik, dass das nicht einfach nur ein Brett ist, sondern eben so ein bisschen schön hier oben will ich nur abrunden und fertig. Das ist einfach nur Spielkram, aber ich will das so haben. So, das wird doch nicht hoch sein, das wird einfach... angekratzt sein von ungefähr 5 mm oder so. Ne? So, da haben wir hier mal den Queranschlag drauf, den Längsanschlag nehmen. So, auch das messe ich nicht, das werde ich einfach so. So, wenn ich das so mache, umdrehe. Na, könnte noch ein bisschen mehr sein. So und so. Wie gesagt, die Seite. So, und dann habe ich die ungefähr Abstände. Ist einfach nur Spielkram, aber ich will das haben. So, mein Bleistift. Ich brauche mal einen elektrischen Anspitzer. So, mich hat letztens jemand gefragt, der wollte mir dieses Pi-Pi-Pi-Pi-Dingsbums empfehlen. Habe ich nicht mehr, habe ich doch. Jemand hat letztens gesagt, warum ich nicht das hier benutze, dieses Pika-Ding. Habe ich jetzt weiß drin, brauchte ich mal. Habe ich auch einen Bleistift.
ist doof hinterm Ohr. Ich bin das gewohnt, immer Bleistift hinterm Ohr. Darum habe ich den ganz, ganz selten in Gebrauch. Ich habe ja auch letztens so ein Set verlost. Den habe ich auch schon weggeschickt. Den habe ich für mich mitgekauft. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Dinger sind, die ganzen Bleistifte, die dazu waren. Egal. Aber ich bin gewohnt, immer hinterm Ohr. Also ist nichts für mich. So. Das wollte ich nochmal gesagt haben, ne? Bleistift, ich wollte irgendwas anzeichnen, ne? So, das brauchen wir. Die Seite brauchen wir. Das ist oben. Oben. Soll ja alles gleich sein, ne? So. Jetzt wird's laut. Saugarn. Jetzt wird's doppelt laut. Habt ihr ja gesehen, ich habe das ja mal in meinem alten Video gebaut und den nutze ich noch so oft. Ne? Den habe ich mal wieder ausgekramt, den habe ich ja da hinten in den alten Werkstatt so oft benutzt. Meine Tischfräse ist noch gar nicht fertig, also mache ich das so mit meinem selbstgebauten 12 Volt von Porsche. Ne? Für diese kleine Arbeit habe ich jetzt im Abgerundet hier oben. Ne? Reicht vollkommen, dude. Zwischen Schlieben fertig. So, da sind jetzt diesen Kranz, der kommt so rum, der kommt auf Gärung, so rum, auf Gärung, fertig. Das ist einfach nur, jetzt, wie gesagt, Spielkram gewesen mit dieser kleinen Schlitze. Nur fürs Optik. Nur für Optik. Und das möchte ich dann natürlich, wenn ich die ganzen Schränke baue, so weiterführen. Ne? Dass er nicht einfach so ein Klotz ist hingestellt wie so eine Teekiste, sondern ein bisschen was hermacht. Das ist einfach der Hintergrund und darum mache ich das so. Wo ich das gerade aufgebaut habe, baue ich gleich meine Sockel für meinen Shop, fräse ich gleich hinterher. Wo das schon mal da steht. Ey. Aber man natürlich ohne Video, weil das ist für meinen Shop. Hoho. Also von meinem Kranz her, die beiden Schrauben kommen wieder rein, da will ich normale Schrauben reinmachen, weil die abgedeckt werden. Ups, so, abgedeckt. Dann hatte ich die ja ein bisschen 1-2 mm tiefer drin. Ich werde das hier anzeichnen, wie das hier ist. Aus dem Rand. Und dann werde ich das eben hier ausklinken, wo da reinkommt. Damit das auch hier vernünftig bündig dran liegt. Ne? So, nachdem das jetzt fertig ist, werden wir uns jetzt einfach mal den Schubladen hier alle widmen. Geht genauso schnell, wie gesagt, da machen kein Halli, keine Ahnung, wie das heißt. Ich habe ja noch ganzen MDF und Spanplan da. Daraus werde ich die Schubladen bauen. Die Fronten werde ich aus ganz normal Tanne Fichte machen oder Kiefer, was ich da habe. Muss ich gucken, was drum steigt. Ne? Und hier innen drin ist mir scheißegal, wie das aussieht. Ich kann mir jetzt nicht teures Holz kaufen, wenn ich da drinnen so viel wegschmeißen müsste. Ne? Also werde ich da draus, wie damals auch, die ganzen Schubladen bauen. Ja, dann geht das los. Ne? Erstmal bauen wir hier die Schienen dann für. Ich habe zwar Schienen aus Metall, ganz normal, diese Schubladenschienen. Ich will das aber alles ganz normal aus Holz bauen. Jetzt habe ich ein bisschen irritiert. Ne? Alle sind gleich, aber hier bei 11,5 ist dieser Aufnahme, dieser Durchmesser total dünn. Das ist ja hier 8 mm ungefähr. 7,5, also verstehe ich nicht. Hab natürlich alle gleich gemacht und jetzt hängt der hier rum, ey. Oh, was soll das? Die sind alle gleich, bloß 11,5 hat eine komplett andere Aufnahme. Mann, ey.
Millimeter ist mir abgebrochen. Keine Ahnung, wo der ist. Auch nicht, da ist noch ein Bohrer drin. Den brauche ich ja noch. Das ist 2,5. 3 mm ist mal abgebrochen. Brauche ich jetzt mal einen Platzhalter rein. Aber der sieht ja schon mal geil aus. Außer er hier, er gefällt mir nicht. Schrott. Meine Lieben, die Halterung habe ich jetzt alle rangebaut. Ich finde, das sieht top aus. Das ist jetzt vernünftig ordentlich. Klar, da gibt es noch viel, viel mehr Bohrer. Dafür kommen die Schubladen ja rein. Aber so ist das Gängigste, wo ich immer mit arbeite, was ich so brauche. Ne? Hier unten sind die Forza-Bohrer, Metallbohrer, Holzbohrer. Auch schön beschriftet, dass sie das auch nicht versehen können, weil die Holzbohrer haben ja oben keine Spitze drauf. Ne? Nee, aber das ist ja scheißegal, weil für die Optik, ne? Auge arbeitet mit, hat mein Vater immer gesagt. Hätte immer gesagt, Auge arbeitet mit. Jo, Papa. Haben wir immer gesagt. So, was anderes. Die Schubladen. Hier soll ja, ich gehe mal eine Etage tiefer. Und zwar, ich möchte ja diese Balken hier wieder rein haben. Das soll hier rein. Ne? Hier rein. Zack. So, das ist ein Millimeter Tolüchchen. Aber dann 3 Stück. So, die sollen aber komplett vernünftig, sag schon, wo wie Zollstock, da, vernünftig selber Abstände haben. So, wie machst du das jetzt? Ne? Und zwar, ich habe das mir kurz aufgeschrieben. Ne? Ich habe auch nicht gegoogelt und gar nichts. Ey. Sondern das ist von meiner Intelligenz her. Ne? Vielleicht machen das andere Leute anders. Ich mache das aber so. Folgendes. Ich habe das jetzt hier ausgemessen. Von da bis da. Zack. Ist runtergefallen. Dude. So. Exakt 58,2. So, 58,2. Habe ich denn genommen, minus 9 cm. Warum 9 cm? Die sind 3 cm breit. Ne? So, dann minus 1,2. Warum 1,2? Ich möchte, immer habe ich mich jetzt entschieden, 3 mm Luft haben zwischen Schublade und dem Anschlag hier, dass er so ein bisschen Spielraum hat. Habe ich jetzt gesagt, 3 mm. Also sind 4 Schubladen. Sind 1,2 cm. Ergibt genau 48 cm. 48 cm. 4 Schubladen will ich haben. Das heißt, geteilt durch 4 sind exakt 12. Jetzt nicht einfach nur 12 anzeichnen. Nein. So. 12. Im Sinn. So, jetzt habe ich mir ein kleines Muster mal eben gemacht. Dass es auch alles hundertprozentig hinpasst. So, dann habe ich 12 cm. Plus 3, also 12,3 cm. Ja, 12,3 cm. Plus 3 cm. Plus 12,3. Plus 3. Plus 12,3. Plus 3. Plus 12,3. Und dann kommst du exakt auf die 58,2 wieder. Wenn ihr das nicht verstanden habt, zurückspulen, nochmal abhören. Nee, aber ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Ne? Das eben. Abziehen, 58,2, 9 cm, die sind 3 cm dick, mal 3 sind 9 cm. Abziehen, 1,2, das ist dann Luft, was ich haben möchte. Und dann geteilt durch 4. Beim Anzeichnen natürlich musst du eben die 3 cm eben mitrechnen. Ne? Also 12,3, weil ja die Luft bis zum nächsten Riegel sein sollte. Ne? Und so hast du es exakt komplett. So, ich mache das aber jetzt so, weil ich blindfisch bin. Wenn du noch einmal runterfällst, Kollege, ne? Weil ich ein Blindfisch bin, werde ich mir jetzt, sag schon, eine Schablone eben machen von 12,3. Bam, dass das immer exakt ist. Werde ich einfach hier hinpacken, da hinten hinpacken und einfach das Ding da drauflegen, fertig und festschrauben. Dann brauche ich das nicht anzeichnen. So, dann gehe ich mal eben an den Bandsäge. Also das war jetzt aber doch mal schlau, oder? Einstellen, ne? Aber auch mit der Bandsäge kriegst du super geile Schnitte. So, jetzt habe ich mir die eben zugesiegt, diese 12,3, genau. So, ich habe das jetzt einfach nur mal aufgebaut, ich habe das noch nicht angeschraubt, nur dass ihr es versteht, wie ich das meine. Seht ihr das? Und so habe ich jetzt komplett die gleichen Abstände eben. Bam, 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 bam. Und das müssen jetzt oben 12,3 auch sein. Da bin ich ja mal gespannt, ne? 12,35, aber 12,3.
Das hat ja auch mal was mit Glubschi zu tun und je nachdem, wie dick du deinen Bleistiftstrich machst oder so, ne? Aber so ist das hundertprozentig und so sieht das von der Optik her, so wollte ich das haben. Und hier kommt die Schublade jetzt schön rein, ne? Hier wieder. Ups! Toll, der war so schön, ne? Der war so schön fest, du. Mit einer Coverjack. Ups, da war nicht wieder drauf. Von Wolfkraft. So. Und jetzt. Seht ihr hier wieder. Diese schönen Löcher, wo die Schrauben rein können, das wird nämlich die Querstrebe wieder. Ne? Und die andere Seite jetzt wieder. Also die Undercover Jigs, ne? Diese Pocket Hole, die kommen nach unten hin. Aua! Ich habe ein Stück Holz in meiner Hand. So, seht ihr, was ich meine? So habt ihr immer gleich, braucht ihr die großen Messen, habt ihr immer gleich die perfekten Abstände. Ich mache das ganz kurz mit dem Schraubzwinger, dass er noch gut fixiert ist. Dafür ist der Einhandzwinger von Wolfkraft auch perfekt. Seht ihr das? Dann ist das stabil. So, vorne bündig ist nicht. Ich habe noch ein Stück Akkuschrauber. So, oh, hier ist er ja komplett aus dem Ding. So, aber jetzt. Schrauben. So, ich lege mich wieder am besten hin, weil ich habe keinen Bock, die Bohrmaschine wieder runter, wo seid ihr? Wieder runter zur Schraube. Ja, egal, ich sehe die noch nicht mal. Egal. So. Die Bombe runterzuheben. Also mache ich das so. Wie gesagt, ihr merkt es auch, wenn das angezogen ist. Ne? Also nicht mit Kraft, bestialische Gewalt. So, die Seite auch. Ich habe mal ein paar Dachlatten jetzt aufgetrennt und zwar für die Führung, für die Schubladen. Die mache ich ganz simpel. Wie gesagt, ich wollte da keine teure Schienen nehmen. Ich habe zwar mich rumfliegen noch, aber ich möchte alles aus Holz haben. Selbst bauen. Ne? Und ohne, ich brauche diese, wie die meisten haben ja diese Teleskopschienen, diese Schwerlastauszüge. Brauche ich gar nicht, weil brauche ich nicht. Brauche ich wirklich nicht. Und ich mache das einfach so. Ich habe hier eine Leiste. Hier habe ich noch von meinem Sperrholz da. Die kommt hier so dran. Die werde ich so festschrauben. Seht ihr ja. Ne? Dann habe ich hier die Führung. Die Leiste mache ich deswegen dahin, damit der Schublade, wenn ich das nicht habe, hin und her wackelt. Sondern dann hat er hier eine kleine Führung, wo er immer nicht rüber weg kann. Kann ich immer rausschieben und das verkantet nicht. Darum mache ich das so. Dann kommt das so ran, links und rechts, fertig. Ganz simpel und beim Rausziehen. Klar, fällt er irgendwann runter, wenn man den ganz rauszieht, aber habe ich noch nie Probleme gehabt. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich mache das nicht, weil hier die ganze, auch was ich alles machen möchte, die ganzen Schubladen, mache ich genau mit diesem selben Prinzip. Das werde ich nicht anders machen. Ja, dann reicht vollkommen für mich und ich werde da keine teuren Schwerlastzüge oder diese Auszüge nehmen. Nee, nein, niemals. Niemals. Ich gucke immer dahin, obwohl ich da eine Kamera reingucken muss. Ne? Nochmal. Mhm. Das werde ich später in Ruhe abdecken, ne? Aber so sieht das denn aus. Genau, so ist meine Schiene, hier läuft er drauf. Die Kante ist nur da, dass er nicht da irgendwie links oder rechts wegkippen kann und sich verhakt. Ne? Das ist wie so eine Führung eben. Und fertig. Ablenken werde ich später machen. So, ich habe mir die alle abgelenkt jetzt. Ich weiß alle, ich mache das Stück für Stück. Ich fange oben an. Ich habe oben mir eine kleine Hilfe genommen. Wo
bist denn du? Hä? Find ich gleich wieder. Find ich... Ach, der ist noch hinten drin. Und zwar, ich habe mir ein Stück Holz genommen, habe das Innenmaß gemessen, bis Oberkante hier nach hinten auch gepackt, dass ich den drauflegen kann. Dass er hinten nicht umkippt. Da braucht er nicht mit Wasserwaage und so arbeiten. Ne? Das heißt, so kommt er ja. Das heißt, ich packe den da drauf, der liegt da jetzt auf dem Brett, festschrauben und tschüss. Ne? So ist er wenigstens waage, so hat er die gleiche Höhe und fertig. Und hier kommt dann die Schublade. Dann braucht und fertig. Und das mache ich jetzt bei jedem Fach so. Und dann baue ich die Schublade. Ganz einfach. Das ist auch erledigt. Und zwar habe ich jetzt die Leisten drin. Ihr seht das. Und ich habe immer dieselben. Ich habe das hinten nochmal ganz, ganz locker flockig. Ich habe das eine Länge immer genommen. Hinten an der Wand. Ausgemessen. Hier kommt ja noch 16 mm MDF den Deckel davor. Dann kommt 18 mm nochmal eine Kieferplatte davor. Und dann habe ich ungefähr noch 5-6 mm Luft. Ich will das nicht ganz bündig haben, sondern minimal rein. Ne? Und das habe ich dann gleich ausgerechnet und immer ganz ran und dann fällt das, stimmt das. Ne? So, die Leisten sind alle drin und jetzt kann ich die komplette Schublade zusägen und dann ist auch schon fast fertig das schöne Stück. Ne? Ihr seht, ich habe den Rahmen einfach stumpf zusammengeschraubt, hält alle Male für das. Kommt da nicht viel Gewicht rein, habe ich extra nicht so hoch gemacht, ich wollte das zu klein haben, dass ich das nicht wieder zumülle. Ne? Ich hatte ja Schubladen gehabt, die waren so hoch, ey, die habe ich alles reingeschmissen, was das geht und dann wollte ich einfach nicht mehr. Ne? Darum habe ich jetzt diese Höhe genommen, hier kommt der Bodenplatte einfach drauf, nochmal 15 mm, diese 15 mm dick, nicht 16, ich dachte 16, nee 15. So, und dann kommen die einfach hier so rein, zack. Hier kommt noch der Boden natürlich drauf, bam, ne? Guck, wenn der Boden hier noch drauf kommt, exakt, ne? Und hier kommt dann die Blende drauf, fertig. Und die Schublade ist fertig. Und so passt die dann natürlich überall hundertprozentig rein, ne? Ganz kurz mal, ich baue die Schubladen ja so zusammen. Vorne mache ich immer dazwischen. Und zwar deswegen, weil wenn er immer auf Zug ist, ist die Gefahr irgendwann, dass das hier vorne rausreißt. Darum nehme ich das immer von den Seiten, schraube ich fest, dann ist das auch stabiler, als wenn du da, wie gesagt, von vorne bohrst und immer auf Zug und Bewegung drin ist. Ich leine das doch nicht. Reicht vollkommen so. Wie gesagt, mach das so. In diesem Fall ist das jetzt nicht so schlimm, weil wird von unten auch ja noch Schrauben reinkommen. Dann wird ich aber trotzdem von der Sache, welche Schubladen mache ich immer, die von innen und an den Seiten durchschrauben. Ne? Die werde ich jetzt einfach draufschrauben. Ich habe links und rechts einen Millimeter weniger genommen, dass das nicht, falls er da irgendwo in der Klemme kommt oder so, dass er minimal Luft hat. Ne? So, Auge arbeitet mit, richtest du aus. Ganz normal, hast du Auge so 1 Millimeter. Vorbohren. Wichtig ist immer wirklich eben versenken. Ne? Dass die Schrauben erstmal versenkt sind und dass das an der Seite nicht wegplatzt. So. Und schon wieder eine Schublade fertig. Stabil ohne Ende. Ne? Da kommt die Blende jetzt drauf und fertig. So, drin damit. Herrlich. Und die nächste. Wo ist die? Ach, die ist da drin. Ich voll raus. So. Ich hatte letztes Jahr ja schon mal bei Amazon diese schöne alte Griffe, nicht, sondern diese Nostalgie-Griffe, weil wie Apothekenschrank haben die ja oft diese Dinger gekauft. Die wollte ich ja nehmen.
Die werde ich jetzt eben draufschrauben. Ich werde jetzt einfach die Mitte nehmen. Habe ich jetzt. Jetzt werde ich hier mal... Ne, die will ich gar nicht in der Mitte haben. Von oben nicht. Die sollen mehr nach oben. Also werde ich mal gucken. Genau so soll das jetzt sein, wie ich es jetzt habe. Ne? So, das ist hier 5 cm. Okay, 5. 5 cm merken wir uns. Wie viel ist das denn? Punkt für Punkt. 6,6. Also 3,3. So. Hier kommt ein Punkt. Und hier kommt ein Punkt. So. Jo, das haut fast hin. Derselbe Punkt von oben auch eben. 3,5. 3,5. So, 4 Stück muss ich ja machen. Ne? Jetzt werde ich ganz einfach mal eben ein Stück Blatt nehmen. Ich nehme immer so eine Mikroschablone, baue ich mir immer. Dann brauche ich ihn einmal übertragen, pieksen, fertig. Zeige ich euch. Jetzt habe ich diese Punkte hier nochmal auf ein Stück Pappe einfach übertragen. Die halte ich einfach hier an der Ecke. Oben bündig, links bündig. Ich habe ja meinen Piekser hier, mein. Wie nennt sie das nochmal? 100 Jahre alt, keine Ahnung. Ich sag mal, blöd. Körner. Ich komme nicht auf ein Wort. So, und dann habt ihr da die Punkte. Und dann kann ich die einfach bei allen schnell machen. Dann brauchst du das nicht immer bei allen neu anzeichnen. Ne? Einmal eine Schablone, dauert 30 Sekunden. So, fertig. Und so hast du immer auch komplett dieselben Abstände. Ich muss erstmal mal gucken, ob ich überhaupt die Schrauben habe. Hier habe ich jetzt, ist kein Fusch, sondern ich habe Restholz genommen. Ich wollte meine teuren Leimholzplatten nicht aufsägen. Ich habe da hinten noch so ein bisschen, was ich versaut habe. Da habe ich mir so ein Stück rausgesägt. Vorne Picobello, hinten ist hier ein bisschen gefräst. Aber es fehlt da drauf. Also das schmeiße ich nicht weg. Also das sieht keine Sau, wenn es hinten jetzt als Blende ist. Ne? So. Das wollte ich nochmal gesagt haben. Mit der Zeit spart man ja alles, weil das ja so teuer geworden ist. Ne? Folgendes, ich habe keine Schrauben dafür. Auch die schwarz sind. Die sollen natürlich auch schön aussehen. Aber ich habe ja meine Schrauben, die ich die ganze Zeit nutze, die Rigips-Schrauben, sind zwar nicht perfekt dafür, aber besser als wenn wir die anderen Spanplattenschrauben nehmen oder Spackschrauben nehmen. Ne? Und dann die sind ein bisschen lang. Aber ich werde das so machen, ist gleich super für mich jetzt. Und zwar... Ich werde die jetzt verschrauben, einen anderen Bit holen, die nicht ganz festschrauben, weil der Rest werde ich da an diesen Ding dabei anpieksen, zeige ich euch. Ihr seht ja, wie das hier aussieht, also schon perfekt. Und folgendes, und zwar... Habe ich noch nicht festgemacht, weil die ja ein bisschen länger sind. Werde ich den so lassen. Weil ich muss ja die Schublade rauskriegen. Ne? Das soll ja auch vernünftig in Höhe sein. Ne? Also, ran. So, langsam rausziehen. Und schon ist ja die Schublade fest. Und kann ich von der anderen Seite ganz normal jetzt ranschrauben. Aber da haue ich nochmal eine Zwinge ran. Auch die Einhandzwinge. So. Perfekt. Nein. So, da kommt erstmal wieder ein Stückchen raus. Und jetzt rein. So, und jetzt von innen eben schrauben. Ups. Geil, oder?
anderen zwei und dann bin ich happy. Unglaublich. Ich quatsch mich hier in Wolf und sehe dann Bildschirm gedunkelt, Kamera war nicht an, ey. Oh Mann, ey, Mann. Gar nicht auf Aufnahme gedrückt. Also, ich habe gesagt, das ist meine Version von meinem DP58B Bohrerständer, ne? Mit die ganzen Bohrer hier, was die gängigsten so sind, was ich immer so brauche, ne? Und, oh, wollen wir gleich wieder zurückpacken hier, du. So, da wieder hin. Und da wieder hin. Haben wir alles picobello an der Stelle nummeriert, beschriftet. Jetzt weiß ich auch, wo Holzbohrer sind. Nee, aber hier, das werde ich noch festschrauben hier mit Schlüsselschrauben. Die Schubladen picobello. So wie ich es haben wollte, ne? Jetzt kann ich da was reinpacken, müsste auch sauber gemacht werden. Finde ich einfach nur toll. Stabil, klappt 1A. Und sieht mal ein bisschen wie anders aus. Nicht immer, dass jeder dasselbe baut oder so, ne? Das ist jetzt meine Wissen, auch den kleinen Kranz. Hat jetzt überhaupt keine Funktion oder so, ne? Aber einfach nur so für die Optik her. Ich finde, das sieht echt toll aus. Ich finde, es mir sehr gut gelungen. Mal was anderes. Auch hier an den Seiten mit diesen Schrauben und mit dieser Sascha- und Sperrholzplatte da noch. So, ne? Dass das alles ein bisschen gleich aussieht. Top. Mir gefällt's. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das fällt. Wie euch das gefällt. Und ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Unten links. Glockieren drücken, abonnieren drücken und kommentieren würde mich freuen. Ne? Ich hole mal ein bisschen Luft. Mir gefällt das richtig gut. Wie gesagt, man, das ist jetzt kein Schönheitspreis oder so. Ne? Ich habe das einfach stumpf alles so zusammen. Und, aber es sieht einfach für mich toll aus. Alles ist nice aus. Restholz. Aber sieht schön aus. Auch hier alles 1A. Aber wie gesagt, ich quatsch mich schon wieder hier in Wolf. Ne? Ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet. Jemand hat ja letztens geschrieben, sinnlos, diese Rückwand ist für mich gar nicht sinnlos, hat einen Sinn. Ich habe die Bohrer alle an Ort und Stelle, die ich mal schnell nehmen muss, brauche nicht hier reingreifen. Hier kommen die Bohrer rein, die immer sonst im Regal rumfliegen oder so. Da kommen auch noch ein paar Kästen rein. Ne? Aber so ist das alles jetzt tippitoppi. Meine Lieben, ihr könnt ja gerne kommentieren, wie ihr das findet, würde mich echt freuen. Ich sage, schönes Wochenende, in diesem Sinne ab in die Renne. Und heute gehe ich definitiv zum Friseur. Oder mein Engelchen macht das. Bitte dann. Tschüss.